Stell dir vor, du bist in einem Verkaufsgespräch, du bist in einer Verhandlung und alles scheint gut zu laufen. Du hast dein Produkt, deine Dienstleistung gut erklärt. Der Kunde hat die Vorteile erkannt und jetzt geht es um den Preis. Du nennst die Zahl und der Kunde schreckt zurück und sagt, das ist mir zu teuer. Wie gehst du um mit einem solchen Argument? Was tust du in der Situation und was machst du, um den Auftrag konkret jetzt zu retten? Also stell dir eine Situation vor, du hast vielleicht im Außendienst einen Kunden besucht und der weiß auch, worum es geht und du hast eben deine Reihenfolge, deine Produkte, deine Dienstleistungen zu präsentieren, möglicherweise auf der Basis von einer Bedarfsanalyse, die vorher schon gelaufen ist, denn du weißt natürlich als Verkäufer von heute, der Kunde ist selbst Experte und er weiß viel und also muss ich relativ schnell auf den Punkt kommen, muss Nutzen und Vorteile erklären. Alles das ist gelaufen. Und jetzt kommt plötzlich dieses Argument, dass er mit dir über die Zahl, über den Preis reden will. Die Wahrscheinlichkeit ist ja in der heutigen Zeit sehr hoch, dass das passiert, denn es gibt kein Geheimwissen mehr. Was heute gewusst werden will, weiß der Kunde auch. Der hat vielleicht vorher recherchiert, hat sich schon vorher schlau gemacht, hat Alternativanbieter verglichen und weiß vielleicht auch, dass er das, was er bei dir kaufen kann, auch woanders kaufen kann und dass das, was er bei dir kaufen kann, woanders günstiger zu bekommen ist als bei dir. Also musst du damit rechnen, dass diese Argumentation kommt, ja oder nein? Ich empfehle, in jedem Fall damit zu rechnen und sich auch einzustellen darauf und dir zu überlegen, was du sagst. Denn wenn du deinen Text kennst, dann folgen die Worte nach. Mit anderen Worten, wenn du weißt, was du sagst, wenn jemand mit dir über einen Preis verhandeln will, dann fällt dir in der Situation auch das Richtige ein. Zunächst mal eine Frage, was die Einstellung angeht. Mal angenommen, das Produkt, die Dienstleistung, die du zu verkaufen hast, oder das Produkt, was du zu verkaufen hast, müsstest du selber kaufen. Mal angenommen, es stünde zur Debatte, dass du selber Kunde werden willst. Bist du bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Wie ist das eigentlich? Wer ist dir den Preis wert auf der anderen Seite? Wie wäre das, wenn du Kunde wärst? Wärst du bereit zu sagen, ja, das bezahle ich? Und warum ist das so? Und du erkennst natürlich, was ich will mit der Frage. Ich will ein Stück an deiner Einstellung arbeiten, dass du einen Preisstolz entwickelst, dass du weißt, dass das, was der Wert auf der einen Seite ist, nämlich die Zahl, der Preis, der aufgerufen wird, in Übereinstimmung steht zu der Leistung, die auf der anderen Seite steht. Und wenig Wert hat auch wenig Leistung und einen geringen Preis. Und ein hoher Wert und eine hohe Leistung hat eine Begründung in einem höheren Preis. Und das muss mir klar sein und diese Einstellung brauche ich. Das heißt, ich sollte nicht unvorbereitet und ohne Not mit Rabattdiskussionen versuchen, Deals zu closen. Also Verkäufer, die glauben, immer wenn sie es billiger machen, wenn sie einen Rabatt geben, wenn sie einen Sonderpreis machen, dann haben sie mehr Geschäft. Da sage ich, da habe ich häufig dann schwache Verkäufer, sondern es muss vielmehr eher klar sein, warum dieser Preis, wenn er denn hochpreisig ist in deinem Segment, auch seine Berechtigung hat. Also mit anderen Worten, was die Leistung hinter dieser Zahl ist. So, und dann, wenn dieses Argument kommt, ich hatte es eingangs gesagt und plötzlich ist die Zahl auf dem Tisch und jetzt hast du die Diskussion, möchte ich dir sagen, wenn du diese Preisdiskussion am Ende eines Verkaufsgespräches hast, dann hast du in der Reihenfolge auch etwas falsch gemacht. Ich empfehle immer, den Preis schon vorher zu nennen. Vielleicht en passant, besides zu nennen, irgendwie zu erwähnen. Erst letzte Woche wieder hatte ich mit Kunden eine Diskussion über den Preis. Und Kunden waren der Auffassung, dass es zu teuer war, was wir machten. Und dann musste ich ihnen erklären und durfte ich ihnen erklären, was unsere Vorteile sind. Und dann war das klar. Vielleicht hast du eine solche eher beiläufige Formulierung im Rahmen deines Verkaufsgespräches parat. Vielleicht sagst du zu der Eröffnung oder im Rahmen der Eröffnung schon, dass die Leistung, die auf der Seite steht, natürlich seinen Preis hat. Und deutest damit zwischen den Zeilen an, dass sicherlich eher eine höhere Zahl hier genannt wird, als der Kunde sich das wünscht und bist dann auf der Leistungsbeschreibungsseite eher stark. Das in jedem Fall schon mal vorab. Und wenn du dann diese Diskussion hast, dass jemand plötzlich die Arme vor dem Bauch verschränkt und sagt, meine Güte, alles toll, aber das ist mir viel zu teuer, kann ich auch woanders kaufen, ich habe im Internet recherchiert, ich habe bei Dienstleistern, bei anderen Anbietern nachgeschaut und die machen das billiger.
und die dürfen das vielleicht auch billiger. Und du hast möglicherweise alles schon gesagt und hast jetzt irgendwie dieses Thema auf dem Tisch und musst damit umgehen, möchte ich dir meine sogenannte Auer-Formel empfehlen. Und Auer steht für A wie annehmen, U wie umformulieren und das zweite A für Argumentation. Das Annehmen ist ganz besonders wichtig. Mit Annehmen ist zum Beispiel gemeint, jemand sagt, das ist zu teuer, meistens sind da ja Emotionen drin und die andere Seite will verhandeln, will vielleicht irgendwie was rausschlagen auch auf deiner Seite, dass da irgendwie dann Rabatt drin ist und dass das ein paar Euro runtergeht. Dass du erstmal Verständnis zeigst. Ich kann nachvollziehen, Herr Kunde, dass Sie das diskutieren wollen. Ich kann verstehen, dass das hochpreisig bei Ihnen ankommt. Kann nachvollziehen, dass Sie mit mir verhandeln wollen. Danke Ihnen sehr für Ihre Offenheit. Danke Ihnen für Ihre Klarheit. Dass wir über Preise reden, das dachte ich mir schon. Also annehmen bedeutet erstmal emotional quittieren. Dass auf der anderen Seite das Verständnis ankommt, dass du als Verkäufer zeigst, dass jemand auf der Kundenseite verhandeln will. Vielleicht muss er es auch, vielleicht braucht er auch einen Verhandlungserfolg, um den Einkauf zu rechtfertigen, dann könntest du ja was in der Hinterhand haben als Extraleistung, Zusatzleistung, dass du den Preis verteidigst und dann eher noch eine Leistung on top drauf gibst. Das könnte ja auch eine Idee sein. Also erster Schritt mal wäre dieses klare A wie annehmen. Dann kommt umformulieren und da machst du aus einem zu teuer zunächst ein teuer und aus einem teuer machst du einen hochpreisig und aus einem hochpreisig machst du einen wertvoll. Und das geht so. Ich kann verstehen, dass Sie mit mir über Preise reden wollen. Ich kann nachvollziehen, dass das in Ihren Augen zu teuer erscheint. Ich kann verstehen, dass der Preis zu hoch für Sie zu sein scheint. Nun kann ich Ihnen sagen, es kommt das U wie umformulieren. Das stimmt auch, wir sind teuer. Ja, möglicherweise sind wir teuer oder sicher sind wir aus Ihrer Sicht teuer. Du merkst schon, das zu entfällt hier. Aus dem zu teuer wird ein teuer. Ich bestätige ein teuer. Und teuer und hochpreisig und hochpreisig und wertvoll, weil, jetzt kommt die Leistungsbeschreibung, also sinngemäß, aus Ihrer Sicht scheint das zu teuer zu sein. Ich kann verstehen, wenn Sie sagen, dass wir teuer sind. Wir sind teuer, teuer und hochpreisig, hochpreisig und wertvoll. Übrigens wertvoll, weil, und dann kommt die Leistungsbeschreibung, die im Verhältnis zu dem Preis steht, wir haben eingangs drüber gesprochen. Und dann kommt das zweite A, das wäre dann die Argumentation. Und jetzt lieferst du deine ganze Nutzenargumentation, deine Vorteilsargumentation. Du hast den Sie-Standpunkt, du hast die Vorteile, den Nutzen, den du nochmal rausstreichst, möglicherweise ein zweites, ein drittes Mal wiederholst, um zu untermauern, dass diese Wertebeschreibung, diese Leistungsbeschreibung im Verhältnis zur Zahl, also im Verhältnis zum Preis steht. Und das alles mit dem richtigen Einfühlungsvermögen, immer auch mit der richtigen Idee, wen spreche ich jetzt an, wenn da mehrere Ansprechpartner sind, dass du natürlich mit dem Entscheider jetzt redest, mit dem der am Ende deinen Auftrag auch bestätigt und der hier kauft. Also, was du tun kannst, um mit einer solchen Argumentation umzugehen und mit einer solchen, sagen wir, klassischen Herausforderung des zu teuers umzugehen, wäre in der Zusammenfassung. Erstens, erwarte, dass kommt. Und wenn das kommt, überlege dir, was du sagst. Zweitens, verliebe dich in die Leistungsbeschreibung und verbinde dich mit dem Preis für diese Leistungsbeschreibung, indem du die Frage beantwortest, hoffentlich mit Ja beantwortest, würdest du selber auch Kunde werden und würdest du für das, was da aufgerufen wird an Zahl, auch bereit sein, eben diese Zahl, den Preis zu bezahlen. Und dann, wenn dieses Argument kommt oder dieser Einwand kommt zu teuer, überlege, ob du nicht hättest vielleicht im Laufe des Verkaufsprozesses schon die Zahlen nennen können. Ich kenne gute Verkäufer, die legen dann ihre Mappe mit einer Zahl auf den Tisch und dann ist die Zahl auf dem Tisch, ohne dass darüber gesprochen wird. Oder du hast so etwas eher beiläufig, indem du sagst, erst letzte Woche wieder hatte ich einen Kunden, der mit mir über Geld reden wollte, der mit mir über Rabatte, über Sonderpreise sprechen wollte, dem der Preis gestört hat. Oder aber du erwartest diese Argumentation ganz am Ende, zugegeben, das ist dann nicht das, was wir unbedingt am Ende brauchen, nur manchmal kommt das so und dann hast du mit der Auer-Formel des Annehmens, der Umformulierung und der Argumentation eine Idee, wie du umgehen kannst damit. In meiner Erfahrung, jetzt gut 35 Jahre als Verkäufer, hat mir diese Formel und dieses Vorgehen Tausende und Abertausende Euros gebracht, manche große Deals beschert.
wo Kunden mehr gebucht haben und für die Mehrbuchung dann mehr bezahlt haben, weil ich ja auch mehr Leistung eingebracht habe in die Beziehung. Und die sich dann eigentlich fragen, hätte ich nicht an der Stelle jetzt einen besseren Preis bekommen müssen? Und ich dann antworten konnte mit Hilfe dieser Auer-Formel, dass eine Mehrbestellung auch eine Mehrleistung von mir bedeutet. Also in diesem Sinne wünsche ich dir bei der Anwendung der Auer-Formel viel Erfolg und auf dass es auch dir gelingt, mit Argumenten seitens des Kunden, wenn sie lauten, das ist mir zu teuer, deinen Auftrag zu holen, dein Geschäft zu sichern und damit auch dein Business nach vorn zu bringen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann empfiehl uns weiter. Sag es deinen Freunden und Bekannten. Hier gibt's mehr Impulse für mehr Geschäft. Und dann sehen wir uns in kurzer Zeit, vielleicht im größeren Kreis, auf jeden Fall aber hier wieder. Bis dahin.